Wir stehen jetzt hier zu meinem Kochabend. Ich habe Sebastian ja eingeladen. Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Einladung. War mir völlig klar, dass es nicht bei dir zu Hause stattfindet, weil ich ja genau weiß. Nicht zu mir nach Hause, nee, aber weil ich genau weiß, wenn du vorbereitest und das hier alles schnippelst, wie es dann bei dir in der Küche aussieht. Deswegen ist es völlig klar, dass wir das hier im Sender machen. Und ich freue mich jetzt, dass du mir jetzt hier einen schönen, wahrscheinlich Rindergulasch-Steak, du kennst ja meine Vorlieben, machst. Genau, weil ich ja möchte, also, dass du mit 40 Jahren das Zeitliche segnest. Auf gar keinen Fall. Gibt's gar kein Fleisch? Natürlich nicht. Ich mache das natürlich auf Frauenart, praktisch, handlich. Und deswegen habe ich mir auch noch eine Frau dazugeholt. Und zwar Patricia. Patricia, jetzt sag doch mal, was die Lösung meines Geheimnisses ist, wie ich auf einmal kochen kann. Ja, koche mit dem Thermomix. Juhu! Oh, der Thermomix. Der viel gerühmte. Ne? Ich glaube, damit schafft es Andrea auch. Wir machen als erstes ein Baguette, ein Vollwertbaguette. Danach machen wir ein Fruchteis, was wir dann noch mal kurz wegstellen. Dann machen wir einen mediterranen Käseaufstrich. Oh, der passt super zum Fleisch. Super. Hervorragend. Ein Brokkolisalat und eine Gemüseplatte mit Reis. Darauf freust du dich, oder Sebastian? Ja, wie gesagt, der Aufstrich, den würde ich mir dann mitnehmen und mir zu Hause noch ein Steak nachbraten. Aber ich probiere das erstmal, was du hier alles fabrizierst. Und vielleicht lasse ich mich ja tatsächlich überzeugen. Also Patricia, wir fangen an mit dem Baguette. Genau. Als erstes starten wir, dass wir den Backofen vorheizen, das Backblech und Baguetteform mit Backpapier belegen. Kriegen wir hin. Das kriege ich auch noch hin. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir Getreidekörner abwiegen müssen. Und dort befindet sich einmal hier die Waage. Gerne mal einmal tippen. Okay, das darf ich hier auch mitmachen. Danke, Andrea, für die Einladung. Ja, ja, ich bin hier nur zur Kontrolle. Du darfst das jetzt kochen. Super. Eine Einladung, wo ich das selber kochen und muss. Aber macht der Thermomix. 100 Gramm Dinkel abwiegen. 100 Gramm, so, ja, genau. Ja. Oh, guck mal! Ja. 100 Gramm! Super. Und jetzt einmal mutig auf Stufe 10 drehen und Vorsicht nicht erschrecken, es wird laut. Doch gemütliches Kochen hier! Ja, schöner romantischer Abend. Vielen Dank, Andrea. Und das Brot ist fertig. Genau, und einmal tippen. Ist noch. Dann. Oh, das macht ja auch Musik. Ja, das ist immer unser Ton, wenn er fertig ist. So, jetzt haben wir hier einen Teig. Ja. Können wir hier auch mal zeigen. Genau. Ein Brotteig. So einfach habe ich einen Brotteig gemacht. Das sind die fertigen Baguettes. Und Sebastian, gut, oder? Sensationell. Also ich bin echt überrascht, dass du das tatsächlich auch mit dem Gerät hingekriegt hast. Hätte ich nämlich gar nicht gedacht. Ja, weil du es gemacht hast. Aber ich sehe, dass also davon wäre ich ja zumindest schon mal satt. Jetzt machen wir unseren Nachtisch. Was wird das? Richtig. Wir machen ein schönes Fruchteis mit Himbeeren und Sahne. Weiter. Dann öffnet er sich wieder. Als Dip oder Brotaufstrich servieren. Ach, wir sind schon fertig. Sebastian, Essen ist fertig. Wir sind schon fertig, genau. Ah, ganz cool. Dann nehmen wir das jetzt hier mal so raus. Guck mal, sieht doch köstlich aus. Oh ja, das sieht nach Aufstrich aus. So als Kruste. Mein Brotaufstrich. Aber als Kruste so auf dem Steak? Kann ich mir richtig gut vorstellen. Es gibt heute kein Fleisch, Sebastian. So, ja, ich sag das nicht noch. Ich vergaß. So, Sebastian, als Hauptgericht mache ich dir jetzt einen schönen Brokkolisalat. Ja. Ich koche dir einen Brokkolisalat. Ja, ich musste die ganze Zeit daran denken, du hast mir was erzählt, du kochst für mich. Ja. Bisher hast du nur zerkleinert, nicht gekocht. Ich koche jetzt was. Ich mache jetzt für dich Reis. Es gibt Reis, Baby, ja? Okay. So, also jetzt habe ich hier alles zusammen. Du siehst alles in einem Gerät übereinander. Siehst du schön Gemüse, Zucchini, Karotten, Zwiebeln. Sieht sehr gesund aus auf jeden Fall. Also dein Ziel wirst du erreichen. Jetzt haben wir ja 25 Minuten Zeit. Genau. Wo ist hier der nächste Dönerladen? Nee, kannst mir aber mal ein Gläschen Sekt holen. Das kannst du aber mal. So, jetzt sag mal ehrlich, komm, ich habe dir jetzt hier aus dem Nichts
ein Drei-Gänge-Menü aus dem Arm geschüttelt. Vier eigentlich, wenn man ganz genau ist. Wie hat es dir denn geschmeckt? Bist du satt geworden? Ich kaue ja immer noch. Also ich muss ehrlich gestehen, es hat wirklich gut geschmeckt. Also am Anfang dieser Dip zu dem Brot war super. Und schnell war dein Essen ja auch dank Thermomix. Ja. Muss man mal dazu sagen. Die Frage ist aber immer noch, wo kommt jetzt das Fleisch? Wir hätten auch Rindergulasch machen können. Sag doch nicht sowas! Nein, Sebastian, das geht mit dem Thermomix nicht. Man kann auch Rindergulasch mitmachen? Na klar, oder Hackbraten. Okay, Andrea, ich gehe nächstes Mal zu Patricia, ja? Also deine Einladung in allen Ehren, aber lädst du mich mal zum Essen ein? Na klar, ein? Du bist bei mir herzlich willkommen. Wir haben ein tolles Kochstudio. Dann gehe ich mal dorthin. Ja, super, so kriege ich dich nie fit. Ich gehe, mir reicht's.